Willkommen zum Rankenspalter. Es ist wieder soweit. Heute erzähle ich etwas über Kühlboxen. Es wird ja langsam wieder warm, wird ja Zeit. Und ja, lassen wir los. Wir haben verschiedene Kühlboxen, Kühlmöglichkeiten bei uns. Es gibt ganz einfach Kühltaschen mit Kühlelementen. Dann gibt es da haben wir nochmal so eine kühle Box, nur mit kühlen Elementen, die man hier kann. Dann gibt es thermoelektrische und dann gibt es noch einen mit Kompressor. Hier sehen wir jetzt gerade eine thermoelektrische, ein bisschen grössere. Das heisst, man steckt die ein im Auto am Zigarettenanzünder und dann, während man fährt, hat man ungefähr 20 Grad unter Umgebungstemperatur. Also das muss man eigentlich immer bewusst sein, so ein Gerät, ungefähr 20 Grad unter Umgebungstemperatur. Das heisst, wenn es draußen 35 Grad hat, hat es da noch 15 drin. Mit den Produkten, die wir haben, die gehen, da kann man das Schalterle umdrehen, drin, zack, links, rechts schieben, kühlen und heizen. Und warm behalten. Hier haben wir jetzt einen Kompressor-Kühlbox. Das wäre dann etwas für die, die es viel brauchen, viel unterwegs sind. Da kann man nämlich richtig kühlen. Wie bei einem Kühlschrank, den man daheim kennt, hat es einen Kompressor drin. Also man kann da wirklich auf 6 Grad kühlen oder sogar bis auf minus 10 Grad kühlen bei dem Modell. Hat zwar nicht ganz so viel Platz, aber wenn man es natürlich viel braucht, wirklich ein tolles Gerät, zahlt man ein bisschen mehr, aber hat natürlich wirklich schön richtig Kühe. Eine kompressorbetriebene Kühlbox kann man entweder an 230 einstecken, dann hat man wie einen normalen Kühlschrank, oder natürlich auch im Auto, Zigarettenanzünder, und während der Fahrzeit, weil sonst wäre die Batterie relativ schnell wieder leer, kann man das problemlos betreiben wie einen normalen Kühlschrank daheim. Gerne nicht. Also ich denke, wenn man der Sommer vorbei ist, der goldene Herbst auch, und wenn man ein bisschen weniger auf Weg ist und die Geräte nicht mehr so viel braucht, würde ich schon empfehlen, einmal halt ausputzen, eine nasse Lumpe, und ich würde auf jeden Fall den Deckel nicht drauf da. Oder einmal zuerst, wie es richtig schön austrocknet ist. Nicht, dass man es, wenn man es dann öffnet, also ein bisschen ein Geschmäckchen für einen kommt. Oder halt einfach schnell dazwischen beim Einlagern, dass ein Spalt offen ist. Wie viel Platz hat es in diesen Kühlboxen drin? Ist eine gute Frage, je nach Größe natürlich. Es gibt 40 Liter, es gibt 25 Liter, es gibt 19 Liter. Die Höhe ist noch ein bisschen entscheidend. Also Kohlefläche bringt man jetzt gerade in einer Ausbuchtung rein. Weniger das Problem. Viel höher soll es dann nur sein. Dann muss man sie halt einlegen. Oder schräg stellen ist auch kein Problem. Aber in der hat relativ viel Platz. Ich kann es halt kurz sagen, wenn das so ausschaut. Ist relativ geräumig. Wir haben noch einen Adapter. Das ist noch eine gute Geschichte, weil wenn man in die Ferien fährt, ist man meistens geht man morgen früh auf Weg, gestresst. Das Kind macht Theater, Frau oder Mann. Dann kann man die Kühlbox schon vorbereiten. Nimmt man das Kabel, der Adaptersatz, steckt es ein, normaler Netzstrom, direkt vor die Haustür, dass man morgen, wenn man rausgeht, nur noch schnell die Kühlbox ausstecken muss, im Auto einstecken und losfahren. Und schon. Eine stressfreie Ferien. Ja, so danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas mitbekommen und lernen können, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!